So, da bin ich wieder. Gut, weiter geht's mit der Schnapoliererei. Der Heilköder ist fertig. Ich weiß, also im Kreativmodus funktioniert dieses nicht mit dem Heilköder. Der Hai beißt einmal nicht an. Im Kreativmodus. Absolut nicht. Genauso wie sich das Schiff nicht bewegt, obwohl Motoren an sind. Ja. Das ist schon etwas merkwürdig. Gut. Dann würde sich Bionade freuen, wenn ich einen schönen Fisch sammle. Ich habe auch schon mal Schuhe gefangen. Ein Radio habe ich gefangen. Das habe ich nicht. Das war schon echt komisch. Da hatte ich auch mal Schuhe neben meinem Bett. Das war in der allerersten Welt gewesen. Ist schon eine lange Weile her. Na komm. Wow, was haben wir? Was, ein roher Wels. Auch mal was anderes. Dafür hast du ja ganz schön viel Plastik im Ozean, jetzt gibt es ja auch Müll. Genau, mechanische Schrottente. Die habe ich auch gefangen. Ich sag's doch, da gibt es noch einiges. Na komm. Gut. Na, wird das heute was? Ich warte auf die nächste Insel, da mache ich mir auf jeden Fall einen Haiköder hin. Weil ich muss sowieso nach Schätzen suchen. Ach, geht ja gar nicht. Wenn ich hier angel, kann ich nicht ins Baumenü rein. Gut, nach 207 Folgen ungefähr lerne ich auch das dazu. Das Wetter ist nicht atemberaubend, das sieht aus wie bei uns draußen. Wenn ich aus dem Fenster schaue, nur dass da kein Wasser ist. Wow, da schmeißt mir gleich die Angel wieder zurück. Gut, noch eine mechanische Schrottente. Okay, die Fische haue ich hier mal. Die beiden habe ich schon mal dafür. Okay. Gut zu wissen. Dann. Eins, zwei. Geht nicht. Warum sind meine Kisten immer voll? Kann mir das mal jemand verraten? Warum? Warum, warum, warum? Gut. Diese Flaschen gehören hier nicht rein. Ja, dann kann das hier rein. Die mechanische Ente kann ich eine mal hier unten hin machen. So, wird sich Bionade wundern. Und ich werde jetzt mal hier hochgehen. Ich habe ja noch eine Wohnung. Eine kleine gemütliche. Wow, eine Insel. Gut, dann. Die kann dann quasi direkt zum Bett. Dann geht's jetzt hoch. Ah, ich muss jetzt hier was rausholen. Schatzsuche. Wo ist der immer? Ach, den habe ich immer im Inventar. Stimmt, den habe ich gar nicht erst ausgepackt. War ja so. Sie möchte auch immer ein Tier haben. Nehme ich gleich mit und dann gehe ich rüber auf die Insel.
War hier nicht eine Insel? Hier war doch eine große Insel gewesen, habe ich gerade gesehen. Da ist die. Okay. Dann Segel ändern. So, du kannst hoch. Warte. Wow, von meinem Haus kann ich springen, passiert nicht. Also die 3 Meter, da meckert er rum. Gut. Na, dann warten wir mal, bis wir bei der Insel sind. Ja, jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt sind wir gleich da. Ich lasse Anker schon mal runter. Wichtig ist erstmal generell Schatzsuche Titan. Das hat oberste Priorität. Unten Schrott, oben Titan. Alles andere ist im Überfluss da eigentlich erstmal. Gut. Aber hier ist irgendwie in der Ecke erstmal nichts. Fällt mir auf. Das ist auch einer der älteren Inseln. Ja. Ich freue mich immer, wenn ich die Bäreninsel sehe, aber bei der Bäreninsel, wenn man da einmal drauf ist, kommt man da irgendwie nicht wieder weg. Ist egal, wie man wegschwimmt. Das macht immer enorm viel Arbeit, da wieder wegzukommen. Ein roter ist da. Sag mal, wie wissen wir überhaupt, dass der Schrott ist? Ein Schatz, vor allem so ein Holzschatz. Ist der irgendwie radioaktiv verseucht? Ich hab das Gefühl, wenn der ständig hier ausschlägt, dass hier oben eventuell was ist. Na? Nicht hängen bleiben. Hier komme ich nicht hoch. Gut, dann muss ich anders rumlaufen, andere Wege, andere Ziele. Vögelchen ist auch schon da. Hier ist nichts. Da hoch will ich und da muss ich lang. Ja, hier sind ja schon Stufen, das ist ja schon mal praktisch. Jetzt muss ich nur noch an mein Ziel kommen. Oder hörst du ja doch auf? Nee, hier geht's weiter. Drei. Ich glaube, es wird warm. Ich glaube, hier ist was. Ja. Aber kein Titan. Ach Mensch. Vielleicht oben noch. Ich muss mal gucken, wie ich da hochkomme. Wenn ich mal durch das Gestrüppe durchschauen kann. Vielleicht ist da oben auch noch was. Die Hoffnung ist gering. Ach, noch ein Gockel. Die Eier von denen sind wahres Gold für die Supermaschine.
Ja, den nehme ich jetzt mit, alles andere will ich jetzt nicht haben. Hier ist er mischt, vielleicht da hinten. Das Einzige, was ich noch mitnehme, ist wahrscheinlich Erde, aber unser Tierstall ist eigentlich groß genug. Da muss eigentlich nicht ausgebaut werden. Hier ist auch noch was. Aber auch kein Titan. Ich habe das Gefühl, das Spiel boykottiert mich. Dann muss ich mein Schiff finden. Finde mein Schiff nicht mehr. Wo ist denn das? Ach Mensch. So. Der schnellste Weg nach unten. Also Titan habe ich hier auch nicht. Das heißt, ja. Wow. Das ging aber schnell nach unten. Nee, das Sau lasse ich jetzt mal. Davon habe ich genug. Ja, von der Insel weg. Ich brauche Titan. Ich muss jetzt Prioritäten setzen, auch wenn hier unten andere Schätze sind, aber wenn ich jetzt in jeder Insel in 3 Stunden hier stehe, komme ich nicht an das, was ich eigentlich brauche. Und ich wollte gerne mit Bionan noch weitere Projekte machen, bevor das Kind kommt, in ein paar Monaten. Oder noch nicht mal ein paar Monate. Gott, das ist gerade mal 1,5 Monate noch, dann kommt das Kind. Dann werde ich Papa. Ja. Deswegen weg von der Insel. Was ist denn hier los? Habe ich hier irgendwie ein. So. Bewege ich mich jetzt? Ja, ich bewege mich. Das ist schön.